Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs 2. Ich habe die eine jetzt doch kaputt gekriegt, indem ich einfach weiter drauf geschossen habe. Und es hat funktioniert. Hab sie alle. Jetzt solltest du vielleicht verschwinden. Ja, das würde ich sehr gerne. Ich glaube, ich mache das von unten einfach. Und wie passend. Bin raus. Gut. Hey, wir haben ein Video gemacht mit dem Zeug aus dem Penthouse. Sieh's dir an. Mitbürger, Invite hat euer geheiligtes Wahlrecht als Spielzeug missbraucht. Ihr wurdet ins Visier genommen und von Invite manipuliert, um ihre Marionette zu wählen, Mark Thrass. Aber der Zack hat Invite gehackt und ihre Algorithmen geändert. Die Umfragen kippten sofort. Entschlossen, Thrass wählen zu lassen, griff Invite selbst auf Hacking zurück. Hier. Invite CEO Mary Catskill übergibt einen Virus für die Wahlmaschinen an Mark Thrass persönlich. Die Wahl wurde verschoben. Mitbürger, nutzt diese Zeit zum Nachdenken. Lasst nicht zu, dass ihr manipuliert werdet. Dezek bittet euch, denkt nach, bevor ihr wählt. Dezek hat euch die Wahrheit gesagt. Tut, was ihr wollt. Weil jetzt würde ich gerne noch die anderen machen. Frachtcontainer, genau. Das war das. Einmal zum Frachtcontainer und dann noch dieser Robokrieg. Ist das eine Sayonara? Keine Ahnung. Gibt es da eine Marke, die heißt Sayonara? Finde ich total süß. Sitara, welche Containernummer suche ich? LV426. Echt jetzt? Testest du meinen Nerd-IQ? Ein bisschen, ja. Sie fängt mit SIBU707 an. Okay, ich sehe ihn. Aber da sind noch andere Container im Weg. Ich muss irgendwie versuchen, ihn freizuräumen. TOS und Envite uns eine Gehirnwäsche erteilen, was wir sehen, was wir kaufen. Ich bin ja noch gar nicht da, richtig. Ach, das ist unser Container hier. Unsere Follower meinen, dass Thrass Fall hier der große Sieg ist. Aber das ist nur das Sahnehäubchen. Jetzt hinterfragen die Leute ihre eigenen Ansichten. Niemand wird zugeben wollen, dass er bei dieser Wahl verarscht wurde. Aber jeder Thrass-Wähler wird sich genau das fragen.
Wir haben Bloom und CTOS zur Idee verschweißt, dass große Datenunternehmen invasiv und scheiße sind. Yep. Ein großer, invasiver Scheißkuchen. Du bist furchtbar. Das gefällt dir doch. Mein Gott. Ich liege nicht richtig auf. Ah, einmal. Zack. Hochheben. Die anderen sind mir ja scheißegal. Ich denke mal, den von da ganz oben müssen wir wohl auch noch holen. Ja, dann lasse ich es einfach mal. Ach, hat schon gereicht. Was? Josh, was ist da los, verdammt? Primate stiehlt mit deiner Hilfe DedSec-Daten. Nur über meine Leiche. Ich hoffe nicht. Das ist dieser... Finde heraus, wer dich hackt, ja. Bevor der Transfer vollständig ist. Ja, ja. Schau, ob dir jemand auffällt. Ja, das ist dieser Penner, der hier gerade aufs Dach geklettert ist. Genau, fahr weg, du Wichser. Fahr weg. Denkst du, ich sehe dich nicht? Haha. Oh, das tut mir aber leid. Penner. Er wollte ja mich hacken, die Sau. Ja, ja. Degami. Nee, Degani. Ja, ja. Na gut, das kümmert mich jetzt nicht. Ich will ja... Ja, ja, soll er fliehen. Hauptsache, der hackt mich nicht weiter. Wollte er mich hacken? Tch, nicht mit mir. Ach du Scheiße. Zurückruhe! Tun an Heu! Beruhig dich, verdammt, jetzt beruhig dich! Wer ist das, Kimmedin? Kleines Rätsel. Wer in der Gegend ist chinesisch und betreibt Menschenhandel? Artie Shoeboys, ganz klar. Ja, tja, das hier ist Luxus-Menschenhandel, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Der Container ist schöner als meine letzte Wohnung. Ich schick dir ein Foto. Ist da. Wer ist das? Und warum blutet seine Nase? Noodle Translate ist nicht sein Freund. Und er ist sicher auch keine stinknormale Fracht. Und was soll ich jetzt damit anfangen? Versuch mal sein Gesicht online zu finden. Ich schätze, der hat eine Ausbildung bei dem ganzen Aufwand. Gut. Ich fange bei den chinesischen Schulen an und melde mich, wenn ich was finde. Okay. Eine Sache noch, Mann. Willkommen in Amerika. Gebiet. Hacker-Invasion. Gebiet verlassen.
Marcus, ich hab den Typ. Was hast du? Absolvent der Shanghai Jiao Tong Universität. Er hat einen Master in Statistik und Wirtschaft. Er ist Analyst. Die brauchen ihn bestimmt, um die Börsendaten auszuwerten. Das heißt, die Auntie Shoeboys sind im Insiderhandel aktiv. Ich habe einen Kontakt in Chinatown, der Verbindungen zu den Auntie Shoeboys hat. Ich schick dir seine Koordinaten. Vielleicht hat er ja ein paar Antworten. Da. Also das mit der Schnellreise haben die echt gut gelöst, dass man da nicht andauernd überall hinfahren muss und so. Also es ist echt geil gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das im Einser auch schon so extrem mit der Schnellreise war. So ein Auto wäre mal nicht schlecht jetzt, ne? Hoppala. Willkommen in Chinatown. Hey, kennst du den Typ? Verschwinde, du Arsch, ich bin beschäftigt. Und außerdem ganz schön eingebildet, was? Hör zu, ich weiß, die ordentlich Shoeboys bringen sie rein. Ich möchte rausfinden, wieso. Nein, scheiße, den kenne ich nicht. Wir kennen uns nicht alle. Setara sagt, du könntest mir helfen. Gib mir irgendwas. Wieso hast du das nicht gesagt? Auntie Shu hat ein Büro in der Import-Export-Firma auf der Gold Street. Da sind Aufzeichnungen. Aber sag Setara, dass wir damit quitt sind. Ja, ja. Danke. Aufgepasst, ich folge gerade einer Spur in Chinatown. Ich glaube, es ist ein ordentlich Schuhunterschlupf oder sowas. Ich sag euch Bescheid, wenn ich was finde. Okay. Halt die Augen nach allem auf, das wir in Bezug auf den Börsenhack brauchen können. Ja. Definitiv blödes Gebiet. Da komme ich rein. Ist das hier nicht mit dem Dingens? Mit dem Hundekämpfen? Hey, schau zu mir! Alles klar. Leid. Hund. Moment, habt ihr das gehört? Scheiße, das Vieh wird mich noch verpetzen, ey. Ach mein Gott, ich will nicht immer Hunde... ich will nicht immer Hunde töten. Es tut mir im Herzen weh, ey. Boah, wehe, wenn du die... Munition überprüfen! Komm rüber, Dilo! Den schnappen wir uns! Was dachtest du denn, wie das läuft? Bin tot! Ah, fuck! Ja, wie dachte ich denn, dass das läuft? Ja, auf jeden Fall nicht so. Scheiße. So sollte das garantiert nicht laufen.
Wow. Oh, fuck. Na warte, Hund. Der Typ könnte Probleme machen, Nago. Schick lieber Hilfe. Oh Gott, das sind zu viele. Die sind erstmal weg. Nee, ich hab keinen Bock auf. Mein Gott, kommt jetzt die Polizei? Gott sei Dank, ey. Ich kann die da erstmal festnehmen. Wo sind denn hier die Cops? Sollten die hier nicht so langsam sein? Da sind welche. Ach, die schießen schon. Ach, moi. Gucke mal, von da hätte ich auch da reingekonnt. Egal. Und wo muss ich das dann aufmachen? Oh, scheiße. Ich hatte gedacht, er schafft es. Du kannst mich nicht aufhalten. So, jetzt kümmern die sich nämlich wunderbar. Wer ist denn da noch auf dem Dach, der mich kriegen könnte? Ach, da ist einer im Fenster, der mich kriegen kann. Ah. Oh.
Oh, die Bullen. Die Bullen. Sind die noch mit dem Bullen am machen? Ach, das ist die Polizei. Ich lass einfach mal ein bisschen die Bullen hier machen. Die Bullen, guck mal, ganz schön auf Zack hier. Tun Sie das nicht. Wir warten einfach und gucken zu. So, da drinnen sind auch noch welche. Nimmt die auch fest. Los. Ich weiß nie, für was gerade Verstärkung gerufen wird, aber es ist echt interessant, das so mit anzusehen. Wow. Scheiße. Hier ist er nicht. Wir brechen ab. Ah nein. Ach fuck, ey. Ist das alles noch rot? Wow. Oh, der Bulle. Wie geil. Ja, guck mal, er geht da rein. Legen Sie die Waffe weg und heben Sie die Hände hoch. Wow, 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 wow. Wir haben doch einen Schützen. Ach du Scheiße. Die machen die alle platt. So, Bulle ist jetzt weg. Dinge sind jetzt weg. Okay. Na, das ist ja toll. Jawohl! So, wir können jetzt ganz normal nach oben gehen. Die Bullen werden ja anscheinend weggebeamt.
verheuert war, war sie die liebe alte Dame, die mit einem Tablett Essen vorbeikam, sich um uns kümmerte, wenn wir krank waren oder uns von der Schule abholte. Wie eine chinesische Version von Oma von Tweety, dem Vogel. Klein, leise Stimme, nett. Ich dachte, ich spinne, als sie einem Gauner das Gesicht mit dem Fleischerbeil zertrümmert hat. Okay. Jetzt können wir gehen. Das ist vielversprechend. Mal sehen, was du versteckst. Hast du was Gutes? Dokumente. Kannst du Chinesisch? Nein, aber Karten und Diagramme lesen. Karten und Diagramme von was? Computerknoten, Generatoren, eine schwimmende Serverfarm. Internationales Gewässer, irgendwo beim Kabel zwischen China und den USA. Die Pazifikflotte scheucht schon seit Jahren Schiffe und Unterseeboote da weg. Aber die haben recht viel Nass zu überwachen. Nicht, wenn du die richtigen Koordinaten hast. Vielen Dank, Auntie Shoeboys. Schön, und jetzt verschwinde da. Oh, scheiße, ich will ja. Scheiße. Oh Gott, ich kann gerade auslaufen. Boah, das SWAT war da. Alter. Was denn hier passiert? Scheiße. Das nur wegen uns. Wie ist der Plan, Stan? Den Kahn hacken, uns mal drauf umsehen und vielleicht rausfinden, wieso Bloom jemand mit Bellwether auf die Börse loslässt. Das einzige Problem, er ist außer Reichweite. Okay. Der Kahn wird nicht mit CTUS vernetzt sein und chinesische Protokolle nutzen. Aber ich habe einen Fix für dich. Easy peasy. Ich patche dich auf meiner Seite rein. Du brauchst einen guten Handyempfang. Ich schicke dir Koordinaten zu einem Leuchtturm in Marem. Denk daran, dich da mal umzusehen. Der Blick ist spektakulär, Hacker. Und das ist am Arsch der Welt bestimmt wieder. Jawohl. Aber, ja. Wie ich die Sache angehe, ist das echt unheimlich, nicht wahr? Untersuchungen wurden eingeleitet, um zu klären, ob das Unternehmen Invite mit dem ehemaligen Kongressabgeordneten Mark Thrust tatsächlich versucht hat, die aktuellen Kongresswahlen zu manipulieren. Beweise für dieses Vergehen lieferte die umstrittene Hackergruppe DedSec. Aufgrund dieser Beweise wurde die Wahl inzwischen verschoben. Oh, Offroad. Mit dem kann man reden? Der Leuchtturm am Point Bonita ist ein Geheimtipp in der Bay Area. Der Weg dahin ist atemberaubend, aber eher nichts für Amateure. So, und das gönne ich euch jetzt noch. Und dann muss ich eh Schluss machen. Oh, Husky.
Okay, ich hab's geschafft und ich bin soweit. Hey, Ray, der Blick ist echt spitze. Ich lüge nie, mein Freund. Aha. Vertragt euch ihr zwei. Bist du bereit, Ray? Yep. Die Protokolle warten auf dich. Mal sehen, was es mit dem Kahn auf sich hat. Wie ist der Plan? Wenn ich den Plan kapiert habe, und da bin ich sicher, gibt es da Kameras, die ich hacken kann. Ich werde mich da drin mal umsehen. Und was dann? Das Scheißding hijacken, sobald ich genau weiß, wie. Das ist verrückt. Ich liebe es. Ich will ihren Hauptserver, und das heißt, ihn näher zu uns bringen. Ich gehe rein. Okay, aber das erst in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüssi.